Durch die Grünen hat die Kollegin Beate Müller-Gemmecke das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ja, mittlerweile hat fast jeder zweite neue Job ein Verfallsdatum, Herr Lindemann. Das ist das Problem und nicht die Gesamtzahl. Und diese Entwicklung sehen wir eben mit großer Sorge. Und deswegen haben wir ja auch in der letzten Wahlperiode einen fast identischen Antrag in den Bundestag eingebracht wie heute Die Linke. Wir hatten gehofft, dass sich eine große Koalition, anders als Schwarz-Gelb, nicht mit diesem Problem endlich beschäftigt und sich diesem Problem stellt. Im Koalitionsvertrag steht aber kein einziges Wort zur sachgrundlosen Befristung. Und ich finde, das geht überhaupt nicht. Ein Kapitel gute Arbeit und soziale Sicherheit ohne das Thema Befristung, das geht nicht, denn das ignoriert die Sorgen und die Ängsten der Menschen. Ich bleibe ganz kurz auch beim Koalitionsvertrag, weil er angesprochen wurde. Natürlich sind Kompromisse notwendig und natürlich gibt es auch Verbesserungen. Über den Mindestlohn haben wir ja vorher schon diskutiert. Die Tarifautonomie wird gestärkt. Das ist mir persönlich ein ganz besonderes Anliegen. Die Werkverträge werden, ich sage mal, reguliert. Da sehen wir auch Vorschläge von uns drin. Das heißt, hier stimmt die Richtung und ich hoffe, Sie setzen das auch wirklich um. Bei anderen Themen haben wir aber dann doch heftige Kritik. Enttäuschend finde ich beispielsweise die Pläne bei der Leiharbeit. Equal Pay nach 9 Monaten. Das kennen wir eigentlich nur von der FDP. Das geht gar nicht. Und die Begrenzung der Überlassungszeit ist richtig. Sie ist aber zu lang und vor allem muss sie an den Arbeitsplatz gebunden werden. Das heißt, bei der Leiharbeit werden wir uns noch viel streiten. Ein weiterer Punkt ist für mich die Minijobs. Da fehlt mittlerweile die Rentenversicherungspflicht, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Und vor allem gibt es auch noch eine Leerstelle, insbesondere beim Beschäftigtendatenschutz. Hier brauchen wir endlich faire Regelungen zum Schutz der Beschäftigten. Das Kapitel gute Arbeit hat also etliche Lücken. Uns der Opposition wird also nicht die Arbeit ausgehen. Die Diskussion im Ausschuss geht also weiter. Zurück zu den Befristungen, denn das Thema ist mir schon wichtig. Es gibt zwar keine Koalitionspläne, wo man darüber reden kann, also werde ich wie in den letzten 4 Jahren auch einfach die Situation beschreiben, damit hier endlich mal was passiert. Die sachgrundlose Befristung hat sich in den letzten Jahren wie ein Virus ausgebreitet. Ja, und die Arbeitgeber nutzen natürlich auch diesen Vorteil, denn das ermöglicht ihnen eine extrem flexible Personalpolitik. Der Preis für die Beschäftigten ist aber zu hoch. Wir meinen wirklich extrem zu hoch. Beschäftigte, die befristet angestellt sind, haben ein hohes Armutsrisiko. Sie werden viel häufiger arbeitslos als regulär Beschäftigte. Sie können auch nicht über den Tag hinaus planen. Die ständige Unsicherheit belastet die Menschen. Viele machen sich Sorgen über die Zukunft und sie haben auch Angst vor Krankheit und Armut im Alter. Lebensqualität sieht anders aus. Und wer weiter beschäftigt werden will, verhält sich auch ruhig und wird nicht gerade auf seine Rechte pochen. Man verschlechtert ja nicht leichtfertig mögliche Chancen. Und das wissen auch die Arbeitgeber und deswegen sind die Arbeitsbedingungen häufig schlechter als bei regulärer Beschäftigung. Der Lohn ist niedriger und es gibt weder Aufstiegs- noch Weiterbildungsmöglichkeiten. Und das alles zusammen ist für uns nicht akzeptabel. Dabei beschäftigt mich eine Entwicklung ganz besonders. Frau Kramme hat sie schon angesprochen. Gerade junge Menschen sind besonders stark von Befristungen betroffen. Lebensplanung ist etwas, worüber viele jüngere Beschäftigte nur noch müde lächeln können. Das ist nicht nur ungerecht, sondern mit Blick auf den demografischen Wandel unverantwortungslos. Denn gerade junge Menschen brauchen ihren Platz in unserer älter werdenden Gesellschaft. Und auch deswegen wollen wir die sachgrundlose Befristung abschaffen. Ich höre dann immer, Betriebe wären dann ja nicht mehr flexibel genug in ihrer Personalplanung. Es gibt eine ausreichend lange Probezeit. Kleine Betriebe sind ganz vom Kündigungsschutz befreit und die anderen, die haben ja immer noch die Befristung mit sachlichem Grund.
beispielsweise für einen Zusatzauftrag für Saisonarbeiten für ein bestimmtes Projekt. Gleiches gilt bei der Elternzeit bei längerer Krankheit oder Urlaub. Wer gute Gründe hat, könnte also weiterhin befristen. Sachgrundlos, also einfach willkürlich, das soll aber künftig nicht mehr möglich sein. Durch Befristung darf einfach nicht das unternehmerische Risiko auf die Beschäftigten übertragen werden. Und auch der Kündigungsschutz darf nicht umgangen werden. Nur so wäre es richtig und auch fair. Unser Ziel ist es also, eine neue, eine gerechte Balance herzustellen, die den Interessen der Arbeitgeber und den Beschäftigten gleichermaßen gerecht wird. Flexible Arbeitsverhältnisse dürfen keine Einbahnstraße sein, denn die Menschen brauchen soziale Sicherheit. Das Thema steht, wie ich schon gesagt habe, nicht im Koalitionsvertrag. Wir werden aber dranbleiben, das werde ich Ihnen versichern. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Dr. Johann.